Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich gesund. Heute möchte ich euch mal 8 Lebensmittel vorstellen, die für euer Herz schädlich sein können. Und zwar ist die Herz-Kreislauf-Gefäßgesundheit immer noch Todesursache Nummer 1, und zwar global, weltweit. Jährlich sterben ca. 18 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ca. ungefähr doppelt so viel wie an Krebs. Und in erster Linie ist das hier zu nennen der Herzinfarkt, der Schlaganfall, aber auch Gehirnblutungen gehören hier dazu. Und geschuldet ist das dem Lebensstil und aber auch den Ernährungsgewohnheiten in unseren Breitengraden, in den westlichen Industrieländern. Das sind die Hauptursachen. Und auf die Nahrungsmittel, auf die Ernährung möchte ich heute mal eingehen. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006. Was ist denn wichtig, mit was zu beachten in der Ernährung in den heutigen Zeiten? Wir müssen oder sollten oder dürfen strenger auf unsere Ernährung achten. Und wenn wir uns mal umschauen, wie die Menschen sich ernähren in unserem Umfeld oder vielleicht auch du selbst, dann ist das schon manchmal wirklich bedenklich. Und darauf gehe ich heute mal ein. Ich habe hier 8 Nahrungs- oder Lebensmittel aufgeschrieben, aber auch zum Teil die Übergruppen dazu, also das Übergeordnete. Und wir fangen mal an. Natürlich kann ich hier nur kurz drauf eingehen, sonst würde das Ganze ein Wochenendseminar werden, was ich übrigens auch schon gehalten habe, Wochenendseminare über die Ernährung. Also, ich fasse es euch aber hier auf YouTube mal kürzer zusammen. Wir fangen an mit den Fetten im Allgemeinen. Und Fett macht letzten Endes nicht fett, wie viele meinen, und deswegen essen sie fettarme Produkte. Und cholesterinreiche Nahrungsmittel machen auch nicht unbedingt einen stark erhöhten Cholesterinwert. Sie können natürlich auch dazu beitragen, aber nicht so sehr wie bislang angenommen. Das wissen viele Menschen und auch viele Ärzte immer noch nicht. Wann steigt denn das Cholesterin an? Das Cholesterin steigt unter anderem an, wenn proentzündliche und prooxidative Situationen im Körper vonstatten gehen, weil Cholesterin kann reparieren und Cholesterin kann auch als Antioxidant fungieren, und der Körper kann das Cholesterin natürlich selbst herstellen und stellt es auch so ungefähr 90-95% des Gesamtcholesterins selbst her. Und wenn mehr Cholesterin gebraucht wird, weil ein erhöhter Stress im Körper ist und eine erhöhte Entzündung, dann kann der Körper auch mit vermehrt Cholesterin dagegen steuern. Und deswegen gehört das zu den Hauptursachen eines erhöhten Cholesterinwertes. Natürlich nicht immer, aber ganz häufig. Und erhöhte Fettwerte im Blut, da spielt die Leber eine große Rolle. Und eine überlastete Leber, die schon in eine Fettleber übergeht oder schon eine ist, hat einen großen Anteil an einem erhöhten Blutfettwert oder Blutfettwerten. Welche Lebensmittel sind also letzten Endes schlecht für unser Herz-Kreislauf-System in Bezug zu den Fetten? Ja, das ist interessant. Es sind die verarbeiteten Fettsäuren, die hier eine ganz große Rolle spielen. Dazu gehören natürlich auch die tierischen Fettsäuren. Da ist viel Omega-3-Arachidonsäure drin, aber natürlich aus der Massentierhaltung viele weitere ganz negative Dinge. Also ein zu viel an Fett und zu viel an schlechten und verarbeiteten Fettsäuren, aber auch ein zu viel an tierischen Fettsäuren sind hier zu nennen. Dazu gehören es zum Beispiel, ich benenne jetzt mal ein paar Nahrungsmittel als Übergruppe hier, die Fette zu nennen, wäre Kuchen, wäre Gebäck, Margarine, dazu komme ich nachher noch drauf zu sprechen, frittiertes, Chips und weiteres Knabberzeug. Und das ist natürlich auch, sind stark verarbeitete Fette, Nuss-Nougat-Cremes, Wurst, Dosenwurst, Dosenfleisch
und Massentierhaltung, um hier mal einige zu nennen. Das sind alles schlechte Fettsäuren oder sind meistens schlechte Fettsäuren enthalten. Und jetzt überleg mal, wie viele Menschen ernähren sich so? In erster Linie, da brauchen Sie sich nicht wundern, wenn sich diese Fette auch ablagern in den Gefäßsystemen, im Zellzwischenraum und natürlich auch sonst den Körper hier sehr belasten. Und die Transfette sind hier auch noch zu nennen, die entstehen ja auch durch die Verarbeitung von Fettsäuren, die stark erhitzt werden und stark verarbeitet werden. Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Ausflug, das ist ganz wichtig. Bitte hör jetzt mal ganz genau zu. Nochmal zu den Ursachen zu kommen. Die Kausalität, die musst du verstehen. Unter anderem sind Gefäßschädigungen, also kleine Risse, kleine Verletzungen oder auch Entzündungen in den Gefäßinnenwänden, eine der Hauptursachen von den Gefäßverkalkungen. Die Ablagerungen, die in den Gefäßen dann entstehen. Ein Schlaganfall zum Beispiel entsteht folgendermaßen. Da löst sich so ein Blutgerinnsel an einer Ablagerung in zum Beispiel in den Halsschlagadern und schießt dann hoch ins Gehirn. Und dann werden die Gefäße immer enger und enger und irgendwann bleibt es dann hängen und verschließt dieses Gefäß. Und dann haben wir einen Schlaganfall mit einer Sauerstoffminderversorgung. Und je nachdem, wo dieser Schlaganfall entsteht und wie stark der ist, kann das auch zu schlimmeren Schäden führen, bis schlimmstenfalls zum Tode. Und das ist also einer der Gründe für einen Schlaganfall. Und das sind dann die Gefäßentzündungen, die eben zu diesen Gefäßverkalkungen führen können. Und was verursacht denn jetzt diese Gefäßentzündungen und aber auch Gefäßschäden? Natürlich könnte man es sagen, das Lipoprotein A oder das Homocystein oder die ganz schlechten LDL-Cholesterin-Unterfraktionen und so weiter. Ja, wir haben jetzt mal Hauptursachen. Die zeige ich euch mal an diesem Schaubild. Dieses Schaubild sollte verstanden werden. Das sind Entzündungen im Körper per se und oxidativer Stress. Also Oxidation, ein körperlicher oxidativer Zellstress. Hier, also Entzündungen und ein körperlicher oxidativer Zellstress. Das sind die zwei Hauptursachen. Und wenn wir das mal so anschauen, hier unten haben wir die kardiovaskuläre Erkrankung. Kardio heißt Herz, vaskulär heißt Gefäß. Die Herzerkrankung, die Herzgefäßerkrankung und die Gefäßerkrankung. Und wie entsteht die? Die entsteht durch kaputte Gefäße, weil die Gefäße einen Schaden genommen haben. Wie gesagt, Risse, Verletzungen, Entzündungen im Endothel, in der Intima, innen drin, in den Gefäßinnenwänden. So, und dann haben wir hier drüber die Oxidation und den oxidativen Stress. Okay? Und dies hier führt zu einer Gefäßschädigung. Okay? Aber was macht jetzt die Entzündung und was macht den oxidativen Stress? Das ist eine gute Frage, weil um dies hier zu behandeln, müssen wir ja auch die Ursachen wieder für dies hier wissen. So, wir können natürlich auf dieser Ebene auch schon mal behandeln. Wir können antientzündlich behandeln, mit antientzündlicher Nahrung, mit antientzündlichen Phytotherapeutika, also Pflanzenwirkstoffen, mit antientzündlichen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, mit einer antientzündlichen Lebensweise per se. Und wir können den oxidativen Stress behandeln durch Antioxidantien. Also hier haben wir schon mal schöne Möglichkeiten. Aber jetzt, viele Menschen sind schon so tief drin im Krankheitsgeschehen, da hilft es dann auch nicht mehr so viel. Natürlich ist es immer eine Basis hier, aber hier die Insulinresistenz, IR abgekürzt, spielt eine ganz große Rolle. Die führt zu Entzündungen und oxidativem Stress. Und was löst die Insulinresistenz aus? Ein viel zu viel an Zucker. Das ist das Problem. Und weil der Zucker selbst natürlich hier nicht mehr richtig verarbeitet werden kann, dass zu viel an Zucker in unserer Nahrung
kann in den Zellen nicht mehr richtig verarbeitet werden. Der Körper schützt sich dann und macht dicht. Und daraus entsteht dann eine Insulinresistenz. Also die Insulinrezeptoren in den Zellmembranen, die machen dann dicht und sagen, da kommt jetzt kein Zucker mehr rein, weil die Mitochondrien packen das nicht mehr. Und wenn natürlich zu viel Zucker in die Zellen reinkommt, dann gehen die Zellen kaputt. Das ist klar. Das schaffen die Zellen nicht mehr, das schaffen die Mitochondrien nicht mehr. Und das kann dann auch unter anderem in Krebs führen. Und eine fortgeschrittene Insulinresistenz wird auch Diabetes Typ 2 genannt. Wir können allerdings eine Insulinresistenz wie auch ein Diabetes Typ 2 quasi wieder umkehren, wenn wir rechtzeitig behandeln und sogar vielleicht in die Heilung bringen. Das ist die gute Nachricht. Natürlich, wenn ein Mensch schon zu lange in einer Insulinresistenz oder einem Diabetes Typ 2 drinsteckt, dann ist der Zug auch irgendwann abgefahren. Wir müssen dann in erster Linie mal die, wenn wir so eine Insulinresistenz schon haben oder dann reinfahren oder auch Diabetes schon da ist, diese bestimmten Nahrungsmittel meiden, die eben in eine Insulinresistenz hineinführen. Ja, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Des Weiteren führt in eine Entzündung, in einen oxidativen körperlichen Zellstress auch Nährstoffmängel per se. Also wenn Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, aber auch Makronährstoffe, die essentiell, also lebenswichtig sind, nicht zur Genüge verzehrt werden. Und Umweltgifte, also Umwelttoxine spielen hier eine große Rolle. Auch Elektrosmog mittlerweile darf ich auch noch nennen, wie WLAN, Bluetooth und so weiter. Auch mentaler Stress und eben schlechte Fettsäuren spielen hier eine Rolle. Und dann haben wir hier ein ganz einfaches Schaubild. Wenn wir diese Dinge beachten, können wir sehr viel für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit tun. Also, und jetzt komme ich nochmal auf den Zucker zu sprechen. Wir fangen mal hier an, Zucker. Was ist denn das Lebensmittel Nummer 2? Die schlechten Fette habe ich jetzt schon genannt. Lebensmittel Nummer 2 wäre Reis und Kartoffeln, aber auch Getreide per se. Weil einfach zu viel Zucker drin ist. Glucose, das ist ein Monosaccharid. Haushaltszucker, Saccharose ist ein Diesaccharid, also Zweifachzucker. Und dann gibt es noch die Mehrfachzucker, das wäre dann auch die Stärke zum Beispiel. Und die ist eben in Kartoffeln, im Reis und im Getreide drin. Und diese Stärke wird im Körper als Glykogen gespeichert, ganz einfach. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn da zu viel davon da ist. Auch über das Glykogen habe ich hier auf YouTube schon einige Videos gemacht. Stärke selbst besteht zu 100% aus Glucose und erhöht so den Blutzuckerspiegel. Also Glucose wirkt direkt aufs Insulin in der Bauchspeicheldrüse und lässt direkt Insulin ausschütten. Okay, Stärke gleich Glucose gleich Insulinausschüttung gleich hoher Blutzucker. Ja, und dann haben wir die ganze Kaskade hier in Gang gesetzt. Das Insulin lässt dann den Zucker in die Zellen hinein und da muss es dann von den Mitochondrien, die in jeder Zelle sitzen, und zwar ganz schön viele von diesen Mitochondrien, muss der Zucker in Energie umgewandelt werden mit den entsprechenden Mikronährstoffen, die notwendig sind, dass die Mitochondrien auch gut funktionieren, wo ganz viele Menschen auch schon einen Mangel haben. Das wäre so, wenn das Auto zu wenig Öl und Kühlflüssigkeit hat, und zwar permanent, chronisch, und doch das Benzin verstoffwechseln, also verarbeiten muss oder soll zu Energie. Ja. Und da habe ich auch schon ganz viel hier auf YouTube in den Videos über die Mitochondrien erzählt. Braucht ihr nur in die Videosuchfunktion oben bei YouTube Karmananda eingeben und dann das Schlagwort oder Stichwort Mitochondrien. Wenn wir also zu viel Kohlenhydrate, also Zucker essen, sind die Zellen und die Mitochondrien irgendwann quasi überlastet, übersättigt, also richtig im wahrsten Sinne des Wortes übersättigt und schaffen es nicht mehr, den vielen Zucker eben zu verarbeiten. Und schon ist die Insulinresistenz da, schneller als wir gucken können. Und die mitochondriale Dysfunktion mitsamt einer Erschöpfung des gesamten Systems. Dann haben wir den Burnout oder die Erkrankung, die dann daraus entsteht.
eine von den ganz vielen Erkrankungen. Da wird das Immunsystem schwächer und dann kann der Epstein-Barr-Virus hochploppen. Der ist für ganz, ganz viele Erkrankungen mitverantwortlich oder auch viele weitere Geschichten. So, und wer nun einwirft, und das zu Recht, ja, unsere Vorfahren, die haben doch auch Reis und Kartoffeln gegessen oder Brot und sind nicht krank geworden. Dann hat er recht, aber unsere Vorfahren haben weniger an Reis und Kartoffeln gegessen. Die haben nicht noch zusätzlich Industrienahrung gegessen und weitere Softdrinks und hier mal was, dort mal was mit sehr viel Kohlenhydraten. Die haben sich auch mehr bewegt, deswegen waren sie schlank und auch in Anführungszeichen, sagen wir mal, gesünder. Wir sollten also auf sämtliche Kohlenhydratarten und Formen Acht geben in unserer Ernährung. Also auf weißen Zucker, braunen Zucker, Dextrose, Maissirup, Laktose, Malzzucker, Glucose, Fructose etc. Und wenn ich schon bei der Fructose bin, das wird oft nicht richtig verstanden. Obst, da ist ja relativ viel Fructose drin, ist per se wirklich gesund. Das darf von stoffwechselgesunden Menschen verzehrt werden. Aber nicht, jedenfalls rate ich das meinen Patienten so, also beispielhaft, nicht eben Insulinresistente oder Diabetiker. Die müssen beim Obst eben aufpassen. Und im Obst ist übrigens Glucose und Fructose enthalten. Fructose ist nicht so stark abhängig von Insulin wie zum Beispiel Glucose. Glucose, wie gesagt, ist direkt abhängig vom Insulin und lässt Insulin direkt freisetzen. Fructose wird hauptsächlich in der Leber verarbeitet und dort in Energie umgewandelt. Und Obst ist natürlich besser als ein Schokoriegel, weil im Schokoriegel sind noch schlechte Fettsäuren drin, das sind noch weitere schlechte Kohlenhydrate drin, Kohlenhydratarten. Und im Obst sind mehr Ballaststoffe drin und auch eine gesunde Flüssigkeit. Also beim Diabetes bitte eher mal kein Obst essen, dafür mehr Gemüse. So rate ich das meinen Patienten. So, Nummer drei. Jetzt kommen wir zum Brot. Brot kann man natürlich sagen, okay, das ist ja auch Getreide. Ja, klar, aber wir müssen das nochmal extra hier aufführen, weil im Brot selbst, das sind meistens die Getreidearten, die glutenhaltig sind, wie zum Beispiel Roggen oder auch Weizen. Und Brot wird ja immer gegessen, morgens, mittags, abends zum Essen noch dazu. Im Restaurant wird Brot gereicht, andauernd. Aber auch in weiteren vielen Ländern wie in Italien, Frankreich wird andauernd Brot gegessen. In Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, genauso. Und viele Leute glauben auch tatsächlich noch, dass Brot gesund wäre, wenn sie zum Beispiel ein Vollkornbrot essen. Das stimmt natürlich so nicht, denn hier macht auch die Menge das Gift. Und das Gluten ist per se nochmal schädlich oder kann sich schädlich auswirken auf den Darm, aufs Gehirn und auf den gesamten Körper proentzündlich. Das ist alles andere als gesund. Bitte mit dem Brot auch mal aufpassen. Lebensmittel Nummer 4 wäre der Alkohol. Und der Alkohol spielt wiederum eine große Rolle in Bezug zur Leber. Denn der Alkohol kann abgebaut werden durch die Alkoholdehydrogenase. Das ist ein Enzym in der Leber. Aber wenn zu viel Alkohol getrunken wird und die Leute merken, das sind schon beschwipst, ne, im Gehirn so, dann ist da schon zu viel an Alkohol im Körper und der wirkt hochtoxisch übrigens. Ja. Da mache ich noch ein paar Videos hier auf YouTube, da bin ich gerade schon am Vorbereiten, welche negativen Eigenschaften Alkohol auf unser Gehirn und auf unseren gesamten Körper haben kann oder hat. Und unsere Leber ist natürlich mit dem Alkohol überfordert und dann, wenn dann noch dazu kommt, dass da noch zu viel an Kohlenhydraten in diesem alkoholischen Getränk drin ist, wie zum Beispiel im Wein oder noch schlimmer im Bier oder in Mischgetränken, im Radler oder in irgendwelchen Cocktails, das ist nämlich ganz übel dann, da ist dann noch deutlich mehr Zucker drin, dann ist die Leber mal sehr gut überlastet. Und dann ist die Fettleber, die wahrscheinlich eh schon da ist, die nicht alkoholische oder gemischt nicht alkoholische und alkoholische Fettleber, je nachdem, ist der Weg hier geebnet und in eben die Insulinresistenz, weil die Insulinresistenz hat ganz viel zu tun mit eben einer Fettleber. Ja. Und da spielt auch dann tatsächlich die Fructose noch eine Rolle, weil
Fructose ja auch in der Leber verarbeitet wird und auch die schlechten Fettsäuren. Kann man übrigens im Deutschen Ärzteblatt auch nachlesen. Unter anderem 2008 und 2014 sind da gute Artikel drin. Die habe ich unten verlinkt, könnt ihr mal aufschlagen. Unter anderem entwickelt jeder dritte Deutsche eine Steatosis hepatis. Steht hier jedenfalls wörtlich geschrieben, also eine Fettleber. Übrigens ist Alkohol auch beteiligt am Bluthochdruck. Das ist natürlich gar nicht gut fürs Herz und für die Gefäße. Und ich habe schon mal erwähnt, das sage ich jetzt nochmals, Alkohol enthält auch zu viel an Kohlenhydraten. Lebensmittel Nummer 5 ist die Industrienahrung, also die stark verarbeiteten Lebens- oder besser gesagt Nahrungsmittel, also alle industriell verarbeiteten Nahrungsmittel. Vor ca. 50 Jahren machten diese Nahrungsmittel ungefähr 10% der Gesamtnahrung, der Gesamtkalorienmenge aus. Heute sind es meist über 50%, manchmal sogar in den USA über 70% der Gesamtkalorien, also der Gesamtenergiemenge, die verzehrt wird, besteht aus industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln. Und da, was ist das? Das ist alles, was verpackt ist, was die Industrie hergestellt hat, ob tiefgefroren oder nicht tiefgefroren. Und da sind halt sehr viele schlechte Fette drin, per se, also ganz häufig, weil die halten eben auch länger, gesunde Fettsäuren halten gar nicht so lange, aber auch zu wenig an Nährstoffen. Häufig werden die Nährstoffe zerstört oder auch herausgenommen, damit eben dieses Nahrungsmittel länger hält. Und dann werden natürlich künstliche Aromen zugesetzt, künstliche Konservierungsstoffe und auch natürliche Aromen, natürliche Konservierungsstoffe, zu viel schlechte Zuckerarten, auch Maiszucker zum Beispiel ist da viel drin, aber auch häufig toxische Chemikalien, wenn das ist eben so, das kann man auch alles nachlesen. Und eben ganz viele Transfette sind drin, es muss eigentlich sogar draufstehen auf der Packung. Das ist natürlich auch eine ganz schlechte Sache, diese Industrienahrung. Das Ergebnis ist natürlich eine Überernährung, weil die Leute zu viel essen, aber zu wenig an den essentiellen, lebenswichtigen Nährstoffen haben, weil das fehlt dann wieder in diesen Nahrungsmitteln. Wir haben also einerseits eine Überernährung und andererseits einen Mangel an Nährstoffen. Der unterernährte Körper, der eigentlich überernährt ist, ne? Ihr versteht mich, also er hat zu viel an Zucker und zu viel an schlechten Fetten und zu wenig an zum Beispiel Vitaminen. Sagt dann, ich brauche noch was, weil ich habe zu wenig Vitamine und die Menschen essen dann noch mehr und dann werden sie dick und sind immer noch im Nährstoffmangel, in der Unterernährung. Das predige ich schon seit über 20 Jahren. Sie haben also zu viele Kalorien und zu wenig Bausteine, so kann man es auch sagen. Oder mit dem Auto zu viel Benzin, der Benzintank läuft über, Öl und Kühlflüssigkeit sind schon ganz leer. Also da spielt auch die Bewegung eine Rolle, gell? Also es ist wie wenn man zum Tanken geht und dann stellt man das Auto in die Garage und am nächsten Morgen fährt man wieder zum Tanken, obwohl das Auto gar nicht bewegt wurde. So machen es ja viele Menschen, die essen tagsüber, bewegen sich fast nicht, dann schlafen sie und am nächsten Tag essen sie wieder und haben sich wieder nicht bewegt. So kann man es ungefähr vergleichen. Also, unser Körper verstopft also quasi mit dieser Industrienahrung. Das Resultat ist unter anderem eine Insulinresistenz, Diabetes, also das gesamte metabolische Syndrom wie Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte und natürlich ein Diabetes. Dann extra noch zusammengefasst hier als Überbegriff des Fast Food selbst. Fast Food könnte man sagen, das gehört doch zur Industrienahrung dazu. Ja und nein. Also Fast Food, da meine ich dann schon das, was in diesen Fast Food Ketten verkauft wird. Je nachdem, wie es hergestellt wurde. Ich habe hier schon Studien gesehen, zum Beispiel vom Döner Kebab. Die werden gefriergetrocknet. Das kommt auch immer darauf an, wo der Ursprung dann ist, wo das hergestellt wird. Das ist dann auch nicht so der Hit, weil das Gefriergetrocknete, das geht gar nicht bis rein. Also innen ist es dann nicht gefroren. So jedenfalls das Fraunhofer-Institut in Stuttgart hat da Studien gemacht. Und natürlich in den anderen Fastfood-Ketten ist immer die Frage, was ist drin? Da sind sehr, sehr häufig künstliche Aromastoffe drin, dass es gut schmeckt.
Und die Brötchen, die da benutzt werden, die sind ja auch sehr fragwürdig, was da für Stoffe dann drin sind. Das merkt man auch, wenn man es anlangt oder wenn man es isst. Ja. Und dann sind natürlich sehr viel frittierte Geschichten dabei, sehr viel Mayonnaise mit schlechten Fettsäuren und so weiter. Also da darf dann ruhig mal nachgedacht werden. Auch die Limonaden und Getränke oder Milchshakes, die hier verteilt werden, da ist extrem viel Zucker drin und künstliche Aromastoffe. Da gab es ja auch mal den Film Super Size Me. Ja, wer den kennt, da hat ja dieser Journalist eine Woche lang in einer bekannten Fastfood-Kette gegessen, einen Monat und hat dann entsprechend ist er dicker geworden und hat schlechte Leberwerte bekommen, Depressionen und weiß Gott was alles. Ja, und bestimmte Fastfood-Ketten, so bestimmte bekannte Fastfood-Ketten hierzulande, die sind ja quasi Tag und Nacht voll. So ernähren sich dann die Menschen. Ein weiterer Nährstoff sind bestimmte Pflanzenöle. Jetzt gehe ich mal auf die Pflanzenöle ein. Ja, Pflanzenöle sind noch immer gesund. Nein, sind sie nicht. Es gibt Pflanzenöle, die nicht gesund sind, wie zum Beispiel das Rapsöl. Im Rapsöl ist unter anderem die Erucasäure drin, und zwar zu ungefähr plus minus 50%. Und diese Erucasäure kann dem Herzen schaden. Das kann man im Internet nachlesen. Ich habe es unten auch verlinkt. Aber auch Sonnenblumenöl, Distelöl, Mais oder Sojaöl sind nicht so der Hit. In den Pflanzenölen, das sind auch zum Teil viel zu viele Omega-6-Fettsäuren drin, also terrestrische Omega-6-Fettsäuren. Besser wäre hier das Olivenöl, das Kokosfett, Walnussöl oder Leinöl. Und zum Erhitzen bitte kein Sonnenblumenöl nehmen. Das hat einen Rauchpunkt von 107 Grad Celsius, also ganz unten, der gleiche Rauchpunkt wie auch das Leinöl. Und einen höheren Rauchpunkt hat zum Beispiel das Kokosfett. Und Rauchpunkt bedeutet, wenn das Fett dann zu rauchen beginnt und wenn es zu rauchen beginnt, kann es einen Schaden nehmen. Das könnt ihr auf Wikipedia einfach mal nachlesen und Rauchpunkt auf Wikipedia eingeben. Kaltgepresstes Olivenöl hat zum Beispiel einen Rauchpunkt von 130 bis maximal 175 und dann geht es kaputt. Also es darf man nur ganz leicht erhitzen, dass es noch gesund bleibt. Ja? Und dann frage ich mich, warum im Supermärkten häufig Sonnenblumenöl als Öl zum Braten angeboten wird, wo der Rauchpunkt bei 107 liegt, also ganz unten. Das kann ja dann nicht gesund sein. Übrigens auch Mayonnaise wäre hier zu nennen, wegen den geschädigten Fetten, die hier drin sind. Mayonnaise wird ja auch dann häufig erhitzt und dann gehen die Fettsäuren eben kaputt. Aber auch die Margarine ist nicht zu empfehlen, da diese mehrere Schritte in der industriellen Verarbeitung benötigt. Und dadurch entstehen Transfettsäuren durch die Verarbeitung der Margarine. Die Fette werden unter anderem hydriert, ne, dadurch entstehen Transfettsäuren. Und diese Fette sind dann eben auch mitochondrial toxisch. Das ist das Problem mit Transfette, die Oxidation auch in den Mitochondrien zu erhöhen vermögen. Und als letztes Lebensmittel noch der Zucker selbst. Also alles, wo zu viel Zucker drin ist, aber auch Zucker selbst, wie Haushaltszucker, brauner Zucker, aber auch Ahornsirup, Agavendicksaft, Honig und so weiter. Überall, wo viel Zucker drin ist, bitte meidet das und geht bewusst mit um. Also, jetzt haben wir hier die Geschichten hier. Ich habe es unten auch nochmals aufgeschrieben in der Videobeschreibung, weil das ist ein extrem wichtiges Thema und ich habe mir es auch wirklich die Mühe gemacht und das Ganze mir rausgeschrieben und das für euch jetzt hier in ein Video reingebracht. Also ich bitte euch, macht euch mal Gedanken drüber, um eure Herz-Kreislauf-Gesundheit und euer Gehirn zu schützen. Übrigens haben wir auch eine Akademie, wo ich diese Themen natürlich noch viel tiefer beleuchte, auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir, Heilpraktiker und weitere Therapeuten. Wir geben uns in unserer Akademie viel Mühe, um eben aufzuklären und eine gesündere Lebensweise an den Tag zu rufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.